Ja, lange nichts mehr von mir gehört, ne? Jo, heute ist mal wieder soweit. Ich bin in der Garage. Ich habe vor, mal ein bisschen wieder zu schrauben. Und dieses Blech, das ist eine Nummernschildhalterung. Das hat mich immer gestört, weil das so weich ist. Das hat immer vibriert. Jo, jetzt will ich es mal ein bisschen stabiler bauen. Dafür habe ich, also, was ist das, ungefähr 1 mm starkes Alublech. Das werde ich dann jetzt in diesen Winkeln biegen, damit das wirklich endlich mal stabil ist und nicht immer die ganze Zeit da rumklappert. Ja, ich zeige euch, wie ich das mache, weil ich auch schon ein, zwei Fragen gekriegt habe. Vielleicht hat auch einer Interesse, das nachzubauen. Diese Halterung ist dann oben über der Rückleuchte mit einer Sitzbank befestigt. Ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ja, wie ihr schon sehen könnt, der erste Winkel ist ein 90-Grad-Winkel. Das sind 2 cm, die das breit sein muss. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Also ihr braucht einen Schraubstock und einen Schonhammer und dann könnt ihr schon loshämmern. Wow, was ein Wortspiel. So, ab jeder. Und schon ist es vorbei. Das ist der 90-Grad-Winkel. Dann kommt ungefähr bei 6 cm der nächste Winkel. Der beträgt dann 115 Grad, der Winkel. Das ist bei mir der idealste Winkel hinten am Blech. Das werdet ihr auch nachher sehen. Jo, den versuchen wir jetzt mal auf das dicke Alublech zu übertragen. Wie schon gesagt, bei 6 cm ist der Winkel denn, das eh hinterm Schutzblech verschwindet. Muss das ja nicht so schön sein, ne? Ich habe so ein bisschen drüber angesetzt, über die 6, weil der wird sich da halt hinten noch hinziehen. Das sieht sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich bin ja auch wieder bei 115 gelandet. Die Länge hatte ich bei mir, oh, was waren das, so 11, 11,5. Aber ich hole mal kurz nochmal ein Schild. Mit den Löchern so hat das immer so gepasst. Also so werde ich das auch wieder machen. Sah auch nicht schlecht aus. Ihr könnt es auch kürzer machen. Ist euch vollkommen überlassen. Ich habe direkt noch abgerundet, dass das irgendwie hier mit den Konturen von dem Nummernschild übereinstimmt. So halbwegs. Ja. Ja, jo, das werde ich dann jetzt hier auch machen. Was habe ich gesagt? 11, 11,5 circa werde ich das jetzt nach dem Bogen machen. Dann werde ich das auch wieder so absägen. Oder besser abtrennen mit einer Trennscheibe. Jo, die Breite habe ich jetzt auch vergessen zu sagen. Das sind 8 cm, die ich habe. Da wird das Nummernschild auch einmal feiern passen. Dann werde ich das jetzt abtrennen, noch entgraten, bisschen schick machen und dann die Löcher bohren und dann werde ich das Teil lackieren. Genauso wie das wunderschön lackiert wurde. Das ist fertig. Die Ecken habe ich abgerundet, die hier unten habe ich auch noch ein bisschen abgerundet. Man soll sich ja nicht wehtun, ne? Die Löcher müsst ihr euch dann übernehmen, also abmessen. So würde es jetzt bei mir aussehen. Also die Löcher sind 4,5 cm auseinander. Mittelt euch das dann aus hier? Also ich habe hier, wie ihr wisst, 8. Davon die Hälfte sind 81,7. So 4,5 sind 2,25 in jede Richtung. Ungefähr 2,25. Na komm, so. Und jetzt 4,5. Da kommen die Löcher hin. Jo, ankören, rinbohren. Ja, das sind Löcher Nummer 1. Das ist M8. Könnt ihr also so 8,5 bohren. Könnt ihr auch auf 9 bohren. Habt da ein bisschen Spielraum. Ja, und das macht ihr schön gerade. Am besten zeichnet ihr das
baut ihr das, naja, nicht anbauen, aber ranhalten vorne an die Schrauben, so wie ihr. Ich zeig euch das. Wie man es kennt, ein bisschen kleiner vorbohren. Kurz mal in Graten. Und jetzt zeige ich euch das. Dafür nimmt er alles mit, Stift, Halter, Nummernschild. Dann haltet euch dazu ran, wie es sein muss. Und zeichnet das an. Gleiches Spiel nochmal. Rankören. Aber jetzt nicht mit 9er bohren, sondern weil wir M4 haben, mit ein 4er, 4, 5er. Nimmt immer eine kleine Nummer größer, dann habt ihr noch ein bisschen Spiel. So, und dann ist eure Halterung fertig. Ich werde es jetzt lackieren und dann seht ihr das Resultat, wie es dran ist, wie es ausschaut. Glaube ich auch in der ganzen so, nebenbei schaue ich mal Dennis sein Livestream. Ja, es ist schon 20:20 Uhr. Gerade von Dirkmann das neue Video bei ihm im Livestream. Kommt da rein. Ich blende jetzt hier mal ein, wo ihr da hin müsst auf Twitch. So, ja, nebenbei, Halterung trocknet gerade. Ich habe noch einen kleinen Heizlüfter drunter gestellt. Jo, erste Grundierschicht ist drauf. Zweite kommt gleich. Weiter gucken. Also Livestream läuft immer noch. Erste Schwarzschicht ist auch drauf. Ich schau weiter. So, immer noch am Stream schauen. Letzte Schicht. Achso, Simson Mark ist gerade am Start. Sein neuestes Video. Ja, Mark, lass dich nicht triggern von mir. So, letzte Schicht ist drauf. Und dann baue ich es noch an. Na gut, der Stream ist echt so interessant gerade von Dennis. Ich war noch ewig lange hier jetzt in der Garage. So, die Halterung ist jetzt dran, ist auch jetzt trocken. Ja, so sieht es jetzt normal aus. Jetzt mache ich noch das Nummernschild dran. Und dann ist das Video vorbei. Es ist soweit. Die Halterung ist fertig. So sieht es jetzt von hinten aus. Also genauso wie vorher in dem Sinne. So sieht's von der Rückseite aus. Ich finde das sogar noch besser als vorher. Und es ist sehr stabil. Ich bin sehr zufrieden. Ich hätte das eigentlich auch gleich am Anfang machen sollen. Ja, jetzt ist die hier über. Das gute Stück ist jetzt über. Also wer aus meinem Umkreis hat Interesse daran, weil verlosen werde ich das Ding nicht. Die, die mich kennen, die wissen, wo sie mich finden, meldet euch einfach. Ja, tut mir leid für die anderen Zuschauer, aber das Scheißding, naja, scheiß ist jetzt nicht, aber das Ding ist jetzt nichts für eine Verlosung oder sowas. Aber ich habe noch anderes, was ich verlosen kann, zum Beispiel sowas, bloß in Grau. Und noch andere Dinge. Hier siehst du, sowas habe ich hier auch noch zu verlosen. Energy. Aber schon abgelaufen. Werde ich mal irgendwann im Laufe des Jahres alles verlosen. Ich habe auch noch drinne Zündschlüssel. Ich habe alles Mögliche. Einfach mal rausschmeißen, so das ganze Gewinnspielzeug, was ich noch so habe. Ah, da fällt. Hier. Der gute Micha. Seitenständer. Ich habe noch einen Seitenständer für die Schwalbe. Hier. Den verlose ich. Aber da gehört noch mehr dazu. Weil das Ding ist echt richtig gut. Ihr kennt ja meine Seitenständer-Videos von Micha, von Schräges Ostblech. Mega, stimmt. Habe ich ja auch noch. Ah, da werde ich auch ein schönes Eventspiel draus machen. Oh, wenn ihr wüsstet, was ich weiß. Ich sag nur hier. Das wird auch geil. Oh, Mensch, freut euch.
Gut, das war's. Das war's definitiv jetzt mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Ja, wenn ich hier irgendeine Idee habe, irgendwas umzubauen, dann bin ich schon mal happy. Jo, denn heute ist Freitag, morgen ist Samstag, morgen geht's jetzt richtig los. Oh, ja, ich freue mich übel. Alle vier wieder am Start. Oh, geil. Na gut, Jungs, Mädels, dann bis zum nächsten Video. Ahoi, Brause, euer Skrubbel, Tschüssikowski und bis. Dirk ist nicht da. Bis Baldinski. Mir fällt gerade auf, wie dreckig Dirk sein Moped ist. Ihr könntet jetzt auch hier sehen. Hier sind sogar Spinnenweben. Naja, ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Doch jetzt. Alter, Dirk. Was machst du? So schlimm sieht ja nicht mal mein Moped aus. Auch ein Jahr nicht gewaschen, oder was? Oh je. Naja. Morgen fahren wir erstmal waschen, wa? Naja, gut. Ah, schicke Ding. Dirk hat auch was schicke draus gebaut. Ach so, bevor ich es noch vergesse. Ich habe jetzt endlich, wirklich endlich am Star auch einen neuen Luftberührungskasten. Ist so nicht mehr so laut. Also definitiv viel leiser. Video davon dem werde ich nicht machen, weil da hat Knoppi wirklich ein richtig gutes gemacht. Schaut mal auf seinem Kanal vorbei, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt. Und guckt euch mal das Video von ihm an, vom SimOpti Luftberührungskasten, also Luftfilter. Ich habe eine neue Halterung gebaut mit dem gleichen Alublech, wo ich jetzt auch die Nummernschildhalterung mitgebaut habe. Weil die kostet 12 Euro. Ja, für so ein Stück Blech habe ich mir so gedacht, nee, ist nicht. Ich baue das jetzt einfach so, dass es passt, dass es funktioniert und es funktioniert auch super. Es passt auch. Ja, so das dazu, dass ich am Stahl auch noch produktiv war. Das Ding bin ich auch noch nicht gefahren. Nummernschild habe ich aber auch schon besorgt dafür. Mal sehen, wenn ich mal wieder richtig ordentlich Lust habe. Das wird auch richtig schön mitgemacht. Werde ich mit dem auch eine Runde fahren. Alle Mopeds von mir sind saudreckig. Ich habe die jetzt wirklich über ein Jahr nicht mehr gewaschen. Ich kam einfach nicht dazu. Letztes Jahr hatte ich ein paar Probleme. Die sind jetzt Gott sei Dank weg. Jo. Aber dieses Jahr wird alles anders. Scheiß Corona ist hoffentlich soweit besiegt, dass jetzt auch wieder Treffen stattfinden. Charlene ist geplant. Charlene wird auch höchstwahrscheinlich zu, sag ich mal, 80% stattfinden. Ja, und da werde ich dann mit dem Star mal wieder hintuckeln. Aber vorher muss ich noch eine Runde drehen. Und gleichzeitig zu Charlene wird hier wohl auch, ja, wie geplant, Sim Angels Treffen wieder stattfinden. Na, das wird ein Fest. Aber das ist alles noch Zukunft. Ach Mensch, ich freue mich, wenn es wieder soweit ist, wenn alles wieder klappt.